Länger als 30 Sekunden. Stimmt. Wenn ich in 3 Wochen meine Hose nicht mehr zubekomme, weil ich zu viel Kohlenhydrate esse, ich rufe dich an. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich finde eher, Ausnahmen machen die Regel kaputt. Es hat angefangen, der Körper zwickte. So, dann geht man in den Wald, lauft auch mal bergauf, bergab. Und wenn wir ihm das zu schwer machen, indem wir ihm immer wieder Leistung abverlangen, dann machen wir ihn eher kaputt. Wenn jemand die ganze Zeit sich falsch ernährt hat, in Anführungszeichen, dann geht das nicht von jetzt auf gleich. Boah, das ist ja mentale Energie pur, von der müsstest du eigentlich jahrelang zehren können. Das ist eher das Problem, die wissen ganz klar, was ihr Ziel ist, gerade im Bereich Gewicht und Ernährung, aber die nehmen manchmal den falschen Weg dahin. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr bei uns seid zu unserem Experten-Talk der Mainova Energieakademie. Wir sind hier in den Räumlichkeiten vom Radiosender Radio Frankfurt und ich glaube, das kann hier jeder bestätigen. Es ist eine Wahnsinns-Location. Wir haben hier in den Skyline-Studios den 360-Grad-Rundumblick und eine perfekte Aussicht auf die Frankfurter Skyline. Und alleine deswegen wird das heute schon ein entspanntes Ding hier bei uns. Und der Experten-Talk der Mainova Energieakademie. Ich würde den kurz erklären, beziehungsweise die Mainova Energieakademie, die würde ich kurz erklären. Sport ist ein Ventil für jeden von uns und ist natürlich auch eine super Sache, wenn das jeder in den Alltag, in den eigenen Alltag integrieren kann. Gerade in einer Stadt wie Frankfurt am Main, alles ist sehr hektisch, alles ist sehr laut und schnell. Da ist es eigentlich Gold wert, wenn man etwas zur Entschleunigung hat. Und genau dabei hilft die Mainova Energieakademie. Und zwar hilft sie euch, den Sport im Alltag zu integrieren. Und da ist es ganz egal, ob ihr Anfänger seid, ob ihr Profi seid oder fortgeschritten. Es gibt Experten, und zwar im Bereich Ernährung, Motivation, Sport und Bewegung. Und diese Experten, die holen euch im Endeffekt genau an dem Leistungsniveau ab, wo ihr gerade seid. Ganz egal, ob ihr am Anfang steht oder fortgeschritten, ist völlig egal. Leistung spielt da überhaupt gar keine Rolle. Und diese Experten, die geben ganz viel Trainingssessions. Workshops sind mit dabei, Coachings, Webseminare. Also es wird so viel an Input und Inspiration angeboten. Und was man auch noch mal betonen sollte, diese Inhalte der Mainova Energieakademie, die ist für alle, sind diese Inhalte kostenlos zugänglich. Und ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit, ne, dass man so tolle Tipps und Tricks einfach kostenlos bekommt. Es gibt auch Gewinnspiele. Die ein oder andere Motivationsspritze ist, glaube ich, für jeden eine ganz gute Sache. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, die 3 Experten, die diese Trainingssessions und diese Webseminare geben, heute hier beim Experten-Talk begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen Frau Dr. Katrin Stücher, unsere Ernährungsexpertin. Wir haben Harald Dobmeier, Mental Coach. Genau. Und wir haben Petra Wasiluk, du bist unsere Laufexpertin, die damals 96 und 2000 bei Olympia teilgenommen hat. Ich freue mich sehr, dass ihr bei uns seid. Danke. Wir freuen uns. Die Frage, warum brauche ich Ziele? Ja, das ist, ich glaube, sonst braucht man morgens gar nicht aufstehen, ne, um Sport zu machen. Die Zielfrage, warum ich es brauche, ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht könnt ihr mir noch mal ganz genau erklären, in eurem Bereich, warum ich das so dringend brauche. Ich gehe bei meinen Klienten eher dahin, dass ich erstmal so ein bisschen die Motive abfrage, dass ich also wirklich schaue, was. Nicht, was willst du konkret erreichen, also schon, was du erreichen willst, aber jetzt nicht sozusagen dein Ziel mit irgendwelchen Vorgaben und Maßgaben, sondern erstmal, warum machst du das eigentlich? Also diese große Frage des Warums. Ja? Das können dann Themen sein wie, keine Ahnung, ich will eine bessere Figur haben, ich will abnehmen. Andere sagen auch, ich will einfach mehr an der frischen Luft sein oder ich will mich entspannen. Und das sind erstmal diese Motive. Und wenn wir die haben, dann gehen wir im nächsten Schritt dann daran und schauen mal, okay, welche konkreten Ziele können wir denn jetzt setzen? Ja, bei der Ernährung ist es mal wieder ein bisschen schwieriger. Okay. Weil wir essen halt immer. Ja. Ja, egal, ob wir das Ziel haben. Also als Beispiel, ich will jetzt einen Marathon laufen. Dann fange ich vielleicht jetzt an mit Training und bin vielleicht sogar vorher gar nicht gelaufen. Ja? Also da könnte ich theoretisch sagen, gut, ich habe jetzt einen Trainingsplan. Mein Ziel ist die und die Zeit beim Marathon. Bei der Ernährung ist es eben so, ich esse, auch wenn ich nicht irgendwie das Ziel habe, 20 Kilo abzunehmen, sondern ich esse. Und da muss ich mit Zielen eigentlich
mir den Weg ebnen. Also ich muss Motivationspunkte setzen eigentlich, zu sagen, okay, hey, ich habe jetzt das geschafft vielleicht. Das muss gar nicht 10 Kilo sein, das muss gar nicht irgendwie ein Gewicht sein, sondern vielleicht ich habe es geschafft, 3-mal die Woche Gemüse zu essen. Mhm. Hey, Haken gemacht, so in die Richtung. Also kleine Ziele, die dann meine Ernährungsumstellung, also langfristige Ernährungsumstellung dann einleiten eigentlich mit kurzen Zwischensteps. Ja. Mhm. Bei mir ist es deutlich leichter. Ja, yes. Du hast es gerade eben gesagt. Ja. Genau. Der Anfänger will vielleicht ins Laufen kommen, vom Walken zum Laufen. Ja. Kann ich ihm einen Trainingsplan schreiben. Der Fortgeschrittene will vielleicht schneller werden, eine Bestzeit aufstellen, kann ich auch einen Trainingsplan schreiben. Der Profi will vielleicht dann zu Olympia, kann ich auch einen Trainingsplan schreiben. Also relativ einfach von der Struktur im Aufbau. Warum ich auch diese Ziele brauche, wenn ich es jetzt mal an mir festmache. Ich gehe jeden zweiten Tag gehe ich 50 Minuten laufen. Also ich bin ehrlich, ich gucke dann nicht irgendwie auf die Kilometeruhr. Und warum lachst du so, Petra? Weil es für mich so jeden Tag 50 Minuten ist. Nee, jeden zweiten Tag. Ja, oder jeden zweiten Tag nach Monotonie an, immer 50 Minuten. Aber soll ich dir mal sagen, irgendwie ich brauche die so ein bisschen. Das ist für mich, ist das... Also für mich ist das in erster Linie ein mentaler Ausgleich. Ich mache das jetzt nicht zum Beispiel, weil ich 10 Kilo abnehmen möchte oder so, sondern das ist meine Routine. Ich gehe so jeden zweiten Tag. Das ist Routine, Disziplin und es gleicht mich halt total aus im Kopf. Und das ist doch auch ein Ziel beim Laufen. Dein Ziel ist nicht irgendeine Verbesserung, Leistungssteigerung. Dein Ziel ist Kopf frei bekommen. Und das ist ja auch ein legitimes Ziel, oder? Beim Laufen. Ja, klar. Aber läufst du dann auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag die gleiche Runde? Nee, ich habe hab drei Strecken, die ich schon mal abwechsel. Weil gerne kommt ja auch dann schnell die Monotonie rein. Mhm. Und irgendwo wollen wir ja auch, also finde ich es spannend, ich könnte jetzt nicht jeden Tag die gleiche Runde laufen. Ich brauche Abwechslung, Variabilität, okay. Ja, ja. Aber auch die Kopfsache, ich sag mal, das Mentale in der Zielsetzung beim Laufen, auch das ist wichtig, ne? Ja, klar ist das wichtig. Ja. Also es kommt jetzt immer darauf an, wo du hin willst, aber du hast es jetzt gesagt, jeder geht ja unterschiedlich daran heran, warum er jetzt läuft. Der eine läuft, weil er abnehmen will, der andere läuft, weil er einen Ausgleich haben will zu seinem Alltag, weil er viel sitzt, einfach um sich bewegen, um den Kopf frei zu kriegen, sich zu entspannen, aber auch beim Laufen bin ich zum Beispiel unheimlich viel kreativ. Mhm. So, und da hat ja jeder eine andere Herangehensweise, was sein Motiv ist, Sport zu machen oder zu laufen. Wenn wir jetzt mal beim Thema Laufen bleiben, am Anfang habe ich da nicht so richtig Spaß dran gehabt, bin ich ganz ehrlich, an meiner Joggerei. Ich denke aber einfach wirklich, weil ich mir die falschen Ziele gesetzt habe. Ne? Ich wollte am liebsten schon ganz weit und ganz schnell und dann ist man irgendwie enttäuscht, weil man ist ja nach gefühlt 5 Minuten schon außer der Puste und da musste ich mich auch erstmal reflektieren, was habe ich falsch gemacht. Und da ist die Frage, was sind eigentlich falsche Ziele, weil das kann einen ja schon die ganze Thematik auch komplett verhageln, oder? Ja, das kann einen schon die Motivation rauben, wie du es gerade eben gesagt hast. Mhm. Zum Glück hast du dich reflektiert und läufst heute noch. Also genau, die falschen Ziele, das wird gerne gemacht. Der Anfänger läuft los und meint, er könnte jetzt gleich mal 5 oder 10 Kilometer am Stück laufen. Ein typischer Fehler und wird dann relativ schnell demotiviert und ist frustriert. Deswegen sage ich auch, man darf ruhig gehen zu Beginn und auch so wie du es gemacht hast, es sind ganz wichtig, Pausentage zu machen, also nicht hintereinander wegzulaufen, gerade wenn man anfängt. Es muss alles mitwachsen, die Sehnen, die Muskeln müssen sich entwickeln und sonst ist die Verletzungsgefahr halt auch relativ schnell dann auch da und dann kannst du gar nicht mehr am Ende laufen. Also typischer Fehler, wie du jetzt gesagt hast, es wird zu schnell losgelaufen, keine Motivation mehr. Was sind so falsche Ziele? Mit was kommen da auch die Menschen zu euch? Also ein falsches Ziel finde ich immer, wenn ich sage, ich möchte einen Marathon laufen. Dann sage ich ja, gut, welchen Marathon willst du denn jetzt laufen? Mhm. Willst du den Mainova-Frankfurt-Marathon laufen? Dann ist das für mich ein richtiges Ziel. Also sowas Nein. Ja. Genau, wir sind ja hier in Frankfurt. Nein, aber zu definieren, das richtig zu sagen, oder ich möchte jetzt schnell laufen. Ja, was heißt schnell? Willst du jetzt schnell laufen? 1 Kilometer, 10 Kilometer? Mhm. Willst du schnell über Marathon laufen? Mhm. Schnell heißt, willst du unter 5 Stunden laufen? Willst du unter 4 Stunden laufen? Mhm. Also da schon eine klare Ansage auch zu machen. Mhm. Ich finde es halt auch immer ganz wichtig,
Man unterscheidet ja bei diesen Motiven auch immer zwischen intrinsischen und extrinsischen Motiven. Mhm. Intrinsische sind die, die du quasi erlebst. Also du willst irgendwas, was du während des Laufens selber schon erlebst. Also zum Beispiel, du fühlst dich glücklich, also Dopaminausstoß hast du. Ich glaube, nach 20 Minuten hast du schon einen gewaltigen Dopaminausstoß. Fühlt sich also super klasse beim Laufen. Das ist intrinsisch. Ja? Und dann gibt es halt extrinsische Ziele, zum Beispiel, oh, ich will stolz sein, wenn ich 10 Kilometer gelaufen bin oder so. Und viele Leute, glaube ich, gehen sehr viel zu stark mit extrinsischen Zielen los und merken dann im Laufen selber, ist aber ganz schön anstrengend, hier jetzt irgendwie mein Ziel zu erreichen. Ist doch viel besser, wenn man sich Sachen sucht, eben diese intrinsischen Motivationen, die ich auch während des Laufens selber schon erlebe. Ne? Wie eben so einen Dopaminausstoß, dass ich sage, oh, ich genieße jetzt mal die Landschaft, ich genieße die frische Luft, ich genieße es einfach mal ohne Telefon unterwegs zu sein. Ich glaube, wenn man das zusätzlich macht, das ist auch nochmal ein echter Motivationspush. Mhm. Katrin, mit welchen falschen Zielen kommen die Klienten zu dir? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist bei der Ernährung tatsächlich mal einfach, ein Beispiel zu finden, weil da sind meistens die Ziele einfach viel zu hoch gesteckt. Ja, bestes Beispiel, ich will jetzt 30 Kilo abnehmen. Ja, dann frage ich meistens, wann hattest du denn das letzte Mal dieses Gewicht? Und dann, ach Gott, das ist schon ewig her. Da war ich 18 oder so in die Richtung. Also es ist wirklich meistens so, dass die Ziele wirklich einfach nicht realistisch sind. Also muss ich da auch gucken, dass ich sage, okay, wir fangen mal an. Ne? Wir gucken, dass das Gewicht erstmal nach unten geht und wir setzen da ein Ziel. Ne? Also ein kurzfristiges Ziel. Ich hatte auch mal einen Athleten, der wollte einen Ironman machen. Der hatte aber 150 Kilo und der Trainer hat gesagt, wenn du 115 Kilo hast, dann schreibe ich dir einen Trainingsplan. Das war sein erstes Ziel. Er hatte sich aber schon ein T-Shirt drucken lassen mit Ironman 2024 oder noch. Das war ein viel zu weit oder langfristig gesetztes Ziel. Auch das ist natürlich ein ganz langes Ziel, das funktioniert nicht. Also wirklich kurzfristige Ziele setzen und realistische Ziele setzen, gerade bei der Ernährung, ja, gerade wenn es ums Gewicht reduzieren geht. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte schnell abnehmen, dann hält man das nicht. Ja, also muss ich denjenigen bremsen und muss ihm wirklich sagen, wir stellen deine Ernährung um, dass du zwar nicht so schnell abnimmst, aber dass du das Gewicht dann auch halten kannst, weil das Ungesündeste wäre, wenn du das Gewicht schnell reduzierst, da verlierst du sehr viel Muskulatur und nämlich danach hast du das Problem, jetzt hast du gar keine Lust mehr. Dann hast du irgendeine Diät gemacht, hast keine Lust mehr darauf und ernährst dich eigentlich wieder wie vorher. Und dann geht das Gewicht nach oben, vielleicht sogar über das Ausgangsgewicht und dann ist es viel, viel ungesünder. Ne? Also auch da dranbleiben, ganz wichtig. Mhm. Ja. Aber da kann ich auch einhaken, das ist bei mir genauso, wenn ich jetzt eine Läuferin habe, mal als Beispiel, die läuft 45 Minuten über 10, die will manchmal viel zu schnell dann gleich auf 40 Minuten kommen und sogar noch schneller und das geht halt in dieser kurzen Zeit oft nicht. Ne? Also man muss einen behutsamen Aufbau machen, um auch die Verletzungsgefahr dann einfach zu reduzieren und dann den Athleten lieber mal so ein bisschen mehr einbremsen und sonst ist das schnell hochgefahren und nach einem Jahr ist es dann vorbei und das ist zumindest nicht meine Philosophie, sondern langfristig zu laufen bis ins hohe Alter. Passiert es denn auch, dass nicht nur die Anfänger, sondern dass auch Fortgeschrittene und Profis zu euch kommen mit falschen Zielen? Und wenn ja, mit was für falschen Zielen kommen die dann zu euch? Naja, das, was ich ja gerade eben gesagt habe, ich habe jetzt keine Profiläufer, ich habe ambitionierte Freizeitläufer. Die wollen halt in kurzer Zeit möglichst schnell laufen. Das geht halt nicht. Das Wort Ausdauer sagte schon. Der Aufbau muss langfristig sein. Und der Anfänger, also habe ich so ein bisschen Erfahrung gemacht, ist oft, insbesondere Frauen, das Gegenteil zu dir, die unterschätzen sich manchmal, die sind zu vorsichtig. Ne? Also die haben zu wenig Selbstvertrauen, während die Männer dann auch immer gleich wieder viel zu schnell loslaufen und zu viel in kurzer Zeit wollen. Mhm. Ja, aber meistens werden Frauen dann wiederum zu verbissen. Und das ist ja auch so ein Punkt, ne, wenn man dann so Zeit da lacht hat, der Harald. Gut, dass da lacht das der Harald. Darf ich so sagen als Frau. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich dann ein Ziel habe und immer schneller werden will, dann darf man den Spaß daran nicht vergessen. Das ist, ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst ist das Ziel nur noch Job, in Anführungszeichen. Ne? Und dann funktioniert es auch nicht mehr. Es ist ja auch ganz oft ich habe so viele Triathleten, deswegen fallen mir immer nur Triathlon-Beispiele ein. Aber die erste Langdistanz ist meistens die beste, weil man
einfach reingeht und tatsächlich nicht irgendwie ein Ziel dann vor Augen hat beim Rennen, weil sonst wird man verbissen. Also da ist man dann entspannter in dem Moment. Und das ist bei so Zeiten eben ganz gefährlich. Ne? Also das muss man im Wettkampf dann natürlich. Beim Marathon aber auch. Beim ersten bist du immer losgelöst und spielt die Zeit keine Rolle und Hauptsache ins Ziel kommen und dann kommt der Ehrgeiz, die Verbissenheit und da geht der Spaß ein bisschen. Genau, im Training ist was anderes, aber im Wettkampf da dann vielleicht so ein bisschen einfach losgelöst. Man hat Höhen und Tiefen und das hat man im Training auch und da immer dranbleiben, immer wieder dran arbeiten. Ne? Das ist bei der Ernährung eben auch so ein Punkt. Es gibt immer mal einen Tag, da nehme ich vielleicht auch mal ein Kilo wieder zu. Ja. Und am nächsten Tag kann ich ja wieder mein Ziel weiter vorantreiben. Ne? Also immer wieder, wie beim Sport, immer dran. Ja. Ja. Also was ich bei Profisportlern und Leistungssportlern oft erlebe, weil du gefragt hast, setzen die sich auch falsche Ziele? Mhm. Ja, zum Beispiel, dass sie es abhängig machen und sagen, ich möchte auf dem Treppchen sein. Mhm. Ja. Das mag Petra vielleicht sagen, wieso, ist doch ein cooles Ziel. Ich finde es deshalb nicht so cool, weil du machst dich dadurch abhängig von anderen. Ja, wenn ich mir ein Ziel setze, das ich aus mir selbst heraus erreichen kann, dass ich sage, ich will die und die Zeit laufen, ja, dann ist das okay. Aber es kann ja immer noch sein, dass da drei Leute sind, die schneller sind als ich und ich habe trotzdem irgendwie eine super Leistung gebracht. Also ich versuche selbst meine Profis immer so ein bisschen davon abzubringen, so Resultat, also wirklich nicht Resultat jetzt von der Zeit her, sondern Resultat von dem Ranking her, wo sie landen wollen, sich vorzunehmen. Jetzt bin ich gespannt, was du denkst. Jetzt muss ich ein bisschen widersprechen, weil damals als Profisportlerin und sich zu qualifizieren für Olympia war ganz klar, ich muss auf dem Treppchen stehen oder eigentlich muss ich gewinnen. Weil sonst wäre ich nicht bei Olympia dabei gewesen. Zum einen musst du die Norm laufen, aber die zweite Hürde war noch zu sagen, du musst unter den ersten drei bei den deutschen Meisterschaften sein. Da hätten wir Platz 4, 5, wäre dann schon, hätten sie schon überlegt, ob sie mich da mitnehmen. Also da spielt schon dann auch der Platz und das Treppchen eine Rolle. Sicher, aber das ist trotzdem ja etwas, was du selber nicht beeinflussen kannst. Natürlich. Sondern was du machen kannst, ist, du kannst deine beste Leistung bringen. Ja? Und das ist eben das, was ich den Leuten versuche beizubringen. Konzentriere dich auf dich. Und wenn du deine beste Leistung bringst, dann hast du die besten Chancen, dass du eben auch auf dem Treppchen dabei bist. Dann. Klar, bin ich voll bei dir. Du musst deinen Ruder für dich selber in die Hand nehmen und dir deine Taktik suchen in dem Rennen, was du ja auch nicht vorhersehen kannst, die Taktik halt dann zu ziehen. Ne? Also genau, genau. Richtig. Ich habe es ja doch. Ja. Wir kommen doch auf den grünen Zweig. Ja. Ich habe den Halbmarathon, den Mainova Halbmarathon, den bin ich gerannt. Und wenn ich schon hier die Experten bei mir habe, dann möchte ich natürlich auch nachfragen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich habe eine gute Ausdauer. Ne? 15 Kilometer, 16 Kilometer, bis dahin komme ich locker und den Rest schaffst du dann auch noch bis zu 22. Ne? Bei Kilometer 15, 16, ich hatte schon mal kurz mit Harald drüber gesprochen, kam dann, ich weiß gar nicht wie und warum, wie so ein Tief. Es hat angefangen, der Körper zwickte da. Und ich habe gedacht, oh, was ist das denn? Und da kommt noch eine Kurve und noch eine Kurve. Also ich habe es am Ende geschafft, ja. Aber ich war überhaupt nicht zufrieden mit meiner Leistung. Und liegt das vielleicht auch daran, dass ich mir ein falsches Ziel gesetzt habe? Ich sage nur 50 Minuten. Ja, also ich wollte sagen, kurzfristig könnte ich dir wahrscheinlich helfen, langfristig könnte die Petra dir helfen. Genau, weil kurzfristig könnten wir dich ein paar Kilometer weiterbringen mit der Wettkampfernährung, indem du halt mehr Kohlenhydrate währenddessen aufnimmst. Mhm. Langfristig müsstest du wahrscheinlich mit einem Trainingsplan dich auf einen Halbmarathon vorbereiten, dass du auch dann noch Power hast und nicht den ganzen Tank, also deine Energie schon bei Kilometer 15, 16 verbraucht hast. Mhm. Also längere Läufe. Ja. Mhm. Also ich hab mich echt gewundert. Ich habe gedacht, so ein Halbmarathon, ich bin ja schon mal 15 Kilometer, 14, 16 Kilometer und ich habe dann wirklich gedacht, bis zur 22 oder 21, das schaffst du dann auch. Die paar Kilometer, auf die kommt es nicht drauf an. Und in welchem Tempo bist du gelaufen? Darüber möchte ich nicht sprechen. Also über meine Zeit. Das war ein Niederschmetter. Ja, bist du gleichmäßig gelaufen? Bist du am Anfang zu schnell losgelaufen? Das sind ja alles so Faktoren. Bist du das Tempo gelaufen, wie du beim 15 Kilometer läufst? Oder wie bist du? Ich bin wirklich am Anfang, ich habe versucht, langsam loszulaufen und ein gleichmäßiges Tempo an den Tag zu legen. Es kann natürlich auch sein,
Da bin ich ehrlich, dass ich mitten im Lauf, du hast ja auch gesagt, du wirst zum Beispiel kreativ beim Laufen. Ich schalte auch dann ab beim Laufen, dann kommen Gedanken. Und dann habe ich eine Situation, in der ich vielleicht zum Beispiel mal wütend bin. Ich denke gerade an den letzten Streit mit meiner Mama. So, dann renne ich aber automatisch schneller, ne, und kriege das im Endeffekt dann gar nicht mit. Aber du hast doch... Hast du ein bisschen mit Uhr gelaufen oder ohne? Nein, ohne. Auch gut. Auf das Thema kommen wir auch noch, ja, übrigens. Ja, sehr gut. Ja, also ich bin ohne Uhr gelaufen. Ne, und da habe auch wirklich, ich bin mit dem Telefon gelaufen, habe da aber auch wirklich nicht drauf geguckt. Ne. Das war nur zur Orientierung. Aber das kann daran liegen, da hatte ich auch wahrscheinlich ein falsches Ziel dann vor Augen. Ja. Ich finde es vor allem schade, dass du, weil du hast ja gesagt, du hast es ja im Endeffekt geschafft. Genau, ich habe es geschafft. Ja? Und dass du danach dann trotzdem irgendwo ja unglücklich warst. Also insofern deutet das schon irgendwie darauf hin, dass du da von den Motiven oder eben vom Ziel her ein bisschen falsch lagst. Weil es ist eben ganz, ganz wichtig, dass du irgendwo dich belohnst und sei es auch nur dadurch, dass du einfach dich gut fühlst danach. Ja? Und wenn du da schon reinkommst, also ich meine, ich staune da über jeden, der einen Halbmarathon schafft. Ja, also wenn man das schafft und da ankommt und dann unzufrieden ist, ist einfach unglaublich schade für dich. Ne? Weil aus mentaler Sicht würde ich sagen, so ein Erlebnis und das geschafft zu haben, boah, das ist ja mentale Energie pur, von der müsstest du eigentlich jahrelang zehren können. Dann, ne? Und das hast du dir vielleicht dadurch ein bisschen versaut. Also ich möchte das schon nochmal in Angriff nehmen. Also das ist nicht, dass ich jetzt denke, ich möchte unbedingt nochmal einen Halbmarathon machen, ne, mit einem anderen Ergebnis, aber da kommen wir später dazu. Das wäre nämlich jetzt wirklich die Überleitung zu Punkt 3. Wie setze ich mir Ziele, die ich auch wirklich erreichen kann? Ne, dass genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass das nicht passiert. Wie setze ich mir Ziele, die ich erreichen kann? Petra, was sind deine Tipps, die du Laufanfängern an die Hand gibst? Zunächst feste Trainingstage, die nach Möglichkeit nicht hintereinander, sondern immer 2-3 Tage Pause zu machen. Wenn man nicht alleine laufen kann, sich vielleicht eine Gruppe suchen oder eine Freundin, mit der man laufen kann. Vielleicht nicht immer nur laufen, sondern auch mal drüber nachdenken, dass vielleicht eine Lauftechnik einen auch schneller machen kann, über Krafttraining auch mal zusätzlich einbauen. Dann vielleicht auch mal ein Lauftagebuch führen, dass man das Training auch mal reflektiert, was man gemacht hat. Das sind jetzt so die... Und dann auch Variabilität, also nicht nur immer den Dauerlauf machen. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, du findest das schön. Ich bin ein Fan davon, auch Abwechslung zu schaffen. Also auch mal zu sagen, nicht nur immer am Mainufer zu laufen, sondern geht mal in den Wald, lauft auch mal bergauf, bergab, ein unterschiedliches Terrain, auch unterschiedliche Trainingsreize setzen, um dann auch, finde ich, die Motivation hochzuhalten. Katrin, bei dir, was sagst du den Klienten, wenn es um eine richtige Zielsetzung geht? Also da kommt es extrem aufs Thema natürlich an. Aber wichtig ist auch peu à peu das zu machen. Also nicht jetzt, wenn ich jetzt sage, ich wiege 100 Kilo, ich will abnehmen. Von jetzt auf gleich stelle ich komplett meine Ernährung um. Das wird nicht funktionieren. Ja, also wirklich immer einzelne Schritte. Wenn jemand zum Beispiel den ganzen Tag Softdrinks zu sich nimmt, dann das zum Beispiel als einen ersten Punkt einfach rausnehmen, ja, dass man sagt, okay, wir testen das und vielleicht darf man am Wochenende aber auch trotzdem mal eine Cola trinken als Beispiel. Ja, aber da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Die einen, da geht das nur komplett ohne und bei anderen, wie bei der Schokolade auch, eine kleine Rippe oder der andere sagt, nee, wenn ich eine kleine Rippe esse, esse ich die ganze Tafel. Also da muss man natürlich auch den Typus rausfinden. Also wirklich kleine Ziele setzen und nicht erwarten, dass ich das sofort alles auch schaffe. Ja, wirklich, auch wenn jemand die ganze Zeit sich falsch ernährt hat, in Anführungszeichen, dann geht das nicht von jetzt auf gleich, dass ich das einfach drin habe. Ja, also man kann auch mal beispielsweise auch Kohlenhydrate da essen viele viel zu wenig, gerade im Ausdauersport ist ja so ein Thema, Kohlenhydrate darf man nicht so viele essen, Mythos. Soll ich dir mal sagen, das ist bei mir so, ich esse wenig Kohlenhydrate, weil ich denke, es macht dick und schwerfällig. Richtig, und das denken viele ja, und essen dadurch zu wenig. Dann kommen sie in meine Beratung. Wir haben das Ziel, die Kohlenhydratmenge zu steigern, weil einfach das muss zum Training passen. Also haben wir herausgefunden bei der und der Person, es waren zu wenig Kohlenhydrate. Das ist aber vielleicht auch
psychisch gar nicht so einfach, jetzt direkt nur, weil ich das sage, das dann noch umzusetzen. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ja, du solltest bei dem Trainingspensum vielleicht eher 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen, das würde bedeuten, du brauchst eine Portion Nudeln, eine Portion Brot, und dann gucken mich alle an, wie ich soll Brot, Nudeln essen, das ist doch, boah, dann werde ich doch dick. Mhm. Nee, ja, aber da ist die Blockade in dem Moment und die müssen wir erstmal dann bearbeiten. Also einzelne Schritte machen und dann peu à peu dahin bringen. Das Schöne ist, man merkt das relativ schnell. Probier es gerne mal aus. Mhm. Steige mal die Kohlenhydrate und du wirst merken, du hast mehr Power und die 15 Kilometer, die du läufst, die läufst auf einmal dann nicht mehr schwerfällig, wie du es gerade beschrieben hast, sondern da merkst du dann, dass du mehr Power hast, weil deine Energiespeicher gefüllt sind. Wenn ich in 3 Wochen meine Hose nicht mehr zubekomme, weil ich zu viel Kohlenhydrate esse, ich rufe dich an. Gerne. Aber es ist, du sagst wirklich, es ist ein Mythos. Ne? Ja, das ist mein täglich Brot, dass die Leute das so denken, dass die Kohlenhydrate schuld wären, dass die Hose nicht mehr zugeht. Aber genau das Gegenteil ist meistens der Fall. Also ruf mich gerne an und dann kriegen wir das hin. Ja? Super, Harald. Gibt es so eine allgemeine Formel, die du an die Hand gibst, um richtige Ziele zu erreichen? Und wie ist es bei dir mit der richtigen Zielsetzung? Was gibst du den Klienten mit auf den Weg? Ja, zum einen, das, was Katrin hier auch schon gesagt hat, das finde ich extrem wichtig. Ja, man darf ein großes Ziel haben, klar, auf jeden Fall. Aber ganz wichtig ist eben wirklich so die kleinen Schritte dazwischen. Ja. Denn wenn du dich immer nur nach diesem großen Ziel ausrichtest, das irgendwie so ganz weit in der Ferne ist, das ist halt auch irgendwann frustrierend. Ja. Und deshalb ist es wichtig, kleine Schritte setzen. Ich finde auch immer, wenn man irgendwie, ich arbeite gern mit dem Bild, ja, dann hast du irgendwie so diesen Gipfel vor dir und schaust dauernd nur auf den Gipfel und stolperst dann irgendwie über einen Stein, der da auf dem Weg liegt. Das ist irgendwie doof. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Das gilt, glaube ich, generell. Ja, und dann gibt es halt, es gibt ja so Kriterienkataloge. Also viele Leute kennen ja so dieses SMART. Ja, also steht für spezifisch, also Ziele sollten spezifisch sein, messbar, akzeptiert, realistisch und terminierbar. Ja. Ich habe da so für mich und meine Klienten so was Eigenes entwickelt. Ich nenne das PAST. Also ich finde, Ziele sollten positiv sein, P. A, sie sollten autark erreichbar sein, das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben, also aus mir selbst heraus erreichbar. Das erste S steht für sexy, das heißt, sie sollten wirklich, ich sollte sie sexy finden, ich sollte sie attraktiv finden. Das zweite S steht für die Schritte eben, diese, die ich einbaue, die ich so langsam abarbeite. Und das letzte ist tatsächlich dann auch wieder Timing. Also ich sollte mir wirklich auch klar machen, bis wann ich irgendwie ein Ziel erreichen will. Weil wenn ich mir jetzt sage, wirst du mir wahrscheinlich recht geben, Katrin, ich will abnehmen, ja gut, ja, wenn ich es nach einem Jahr nicht erreicht habe, kann ich mich immer rausreden und sagen, ja, Moment mal, ich habe nicht gesagt, dass das 2021 der Fall sein soll. Ja. Also schon klare Zeiten und Fristen setzen, und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich die dann nicht einhalte. Ich sollte mir dann nur bewusst werden, dass ich sie nicht eingehalten habe und mir dann überlegen, ja, warum nicht, weil dann lerne ich was daraus und dann kann ich es nächstes Mal besser machen, zum Beispiel eben meine Ziele anpassen. Petra, wie sieht es aus mit Thema Fortgeschrittene und Profis? Was gibst du denen damit an die Hand in der richtigen Zielsetzung? Weil wir hatten ja auch vorhin schon das Thema, auch nicht nur die Laufanfänger machen hier Fehler, ne, sondern auch Fortgeschrittene und Profis haben manchmal falsche Ziele. Wie setze ich mir Ziele, die ich erreichen kann, auch bei Fortgeschrittenen und Profis? Die Fortgeschrittenen haben ganz gerne immer so das Problem, dass viel hilft, viel. Mhm. Man sagt, Pausentage sind auch Trainingstage. Das hat mir mein damaliger Mentor mal gesagt, Petra, mach mal einen Pausentag, da setzt sich das Training auch. Also sprich, nicht dann wieder ins Übertraining zu kommen, zu ehrgeizig zu sein, zu hart zu trainieren, sondern die ganz im Gegenteil, mal so ein bisschen einzubremsen, wieder zurückzuholen und ihnen dann auch klar zu machen, du kommst zum Erfolg, aber Schritt für Schritt. Und ich möchte nochmal auf den Harald, diese Teilerfolge finde ich auch ganz wichtig im Laufen, zu sagen, ich weiß zwar, in einem halben Jahr möchte ich da hinkommen, aber auch mal zwischendrin Wettkämpfe laufen und auch Testläufe zu machen, um dann vielleicht ein positives Gefühl zu haben, ich bin in der richtigen Spur, und wenn es negativ ist, auch mal mit dem Negativen umgehen zu können und zu sagen, hier, ich muss noch ein bisschen an ein paar Stellschrauben was tun, um dann mein Ziel zu erreichen.
Ja, ich finde diese Erholungsphase, das ist auch extrem wichtig, was so viele Leute vergessen. Allerdings muss ich sagen, also Profisportler, die kennen das natürlich irgendwie, die wissen das dann irgendwie, dass es nur so geht, aber gerade so ambitionierte Freizeitsportler, die machen häufig so diesen Fehler. Und ich nenne das immer, es gibt so vier Perifaktoren von guter Leistung. Und das ist zum einen das Fitness, also das körperliche Fitnesstraining, das mentale Fitnesstraining, dann die Ernährung. Ist eigentlich alles abgedeckt hier am Tisch. Die Ernährung und der letzte Punkt ist, und ich glaube, der gilt für alle von uns, das ist die Erholung, die Belohnung und die Erholung. Und die ist halt extrem wichtig. Genauso wie Katrin ja auch gesagt hat, zwischendurch mal ein Softdrink ist nicht das Problem, wenn es dir irgendwie psychisch gut tut. Ja, und genauso brauchen wir eben auch die Erholung, weil unser Körper will immer irgendwie wieder in so ein Gleichgewicht, in die Homöostase kommen. Und wenn wir ihm das zu schwer machen, indem wir ihm immer wieder Leistung abverlangen, dann machen wir ihn eher kaputt. Ja, und deshalb ist Erholung unglaublich wichtig. Also vielleicht so mal aus meiner eigenen Leistungssportkarriere, weil das Gewicht, das weißt du auch, das Gewicht läuft mit, ist bekannt. Und nichtsdestotrotz finde ich es einfach wichtig, dass man sich dann auch belohnt. Ne? Also klar, ich musste aufs Gewicht achten, aber wenn ich im Wettkampf gelaufen bin, habe ich dann auch mal gesagt, komm, jetzt kannst du dein Eis essen oder deine Gummibärchen, deine Schokolade. Aber trotz allem muss man ein Stück weit diszipliniert sein, weil man weiß, wo man hin will und auch hinarbeitet. Aber man darf sich halt auch nicht kastrieren. Deswegen, ja, also. Ja, das Schwierigste ist eigentlich, also bei den Profis oder Ambitionierten ist es eher das Problem, die wissen ganz klar, was ihr Ziel ist, gerade im Bereich Gewicht und Ernährung, aber die nehmen manchmal den falschen Weg dahin. Also medial, die Zeitungen, Internet, alles ist voll mit Mythen und irgendwelchen Versprechen, da nehmen sie das ab und wenn sie den Körperfettanteil reduzieren wollen, dann müssen sie das tun. Und das ist natürlich nicht alles immer wissenschaftlich korrekt. Das ist vielleicht auch vielleicht Marketing, Werbung, was auch immer. Das heißt, ich muss da eher helfen, den richtigen Weg zum Ziel zu finden. Wir hatten eben die Diskussion mit Kohlenhydraten. Also genau. Da bist du nicht alleine, sind viele Profisportler auch auf dem Trip. Heißt, ich habe da immer eigentlich die Arbeit, die zu mehr Kohlenhydraten auch zu bringen. Das heißt, das Ziel ist ganz klar vor Augen, aber da wirklich die Entspanntheit zu bekommen, auch sich darauf einzulassen, dass man auf dem falschen Weg war zu diesem Ziel. Aber meistens ist ja so, die Leute rufen einen ja an oder kontaktieren einen ja, weil das Ziel ja irgendwie nicht erreicht wird mit dem Weg, den sie eingeschlagen haben. Aber das Vertrauen zu haben, dann den anderen Weg zum Ziel zu finden, das ist immer das Schwierige. Also bei der Ernährung ist es ein bisschen anders, aber versuche ich die Leute trotzdem auf dem richtigen Weg zum Ziel zu begeben. Und so ein Cheat Day, der geht, also ich liebe Süßigkeiten, natürlich übertreibe ich jetzt nicht oder so, ne? aber ein Cheat Day, auch in der richtigen Zielsetzung, der ist trotzdem erlaubt. Das ist die Frage, was ist ein Cheat Day? Ich arbeite auch mit Magersüchtigen, Essgestörten, Bulimikern und so weiter. Das Problem ist, es gibt Leute, die kommen vom Cheat Day in eine Bulimie. Also über ein Binge-Eating. Binge-Eating ist, wenn man eigentlich sich überfrisst, in Anführungszeichen, und aber nicht wieder rauslässt. Und bei der Bulimie ist es dann erst überfressen und dann wieder rauslassen. So einfach gesagt. Das heißt, Cheat Day, wenn ich sage, oh, da gönne ich mir jetzt mal eine Sahnetorte oder da habe ich mir jetzt mal verdient eine Tafel Schokolade, dann ist das ein super toller Cheat Day, darfst du gerne machen. Super. Aber es gibt dann Leute, bei denen ist das Cheaten dann aber 5 Tafeln Schokolade, eine ganze Sahnetorte und vielleicht noch 5 Packungen Chips oder einfach der ganze Kühlschrank. Also, das ist extrem dann. Ja, genau. Die verlieren einfach dieses Gefühl. Das ist dann wirklich, jetzt muss ich mir alles gönnen. Und deswegen, da ist so die Gefahr beim Cheat Day, dass das eskaliert. Und da, wenn man die Person kennt und weiß, wie die Cheat Day meint, dann kann man das machen. Aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger. Ich finde, es gibt ja so diesen Spruch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich finde eher, Ausnahmen machen die Regel kaputt. Also ich finde es extrem wichtig, dass du eine Regel hast, weil du fängst irgendwann mal mit einem Cheat Day an
Und irgendwann bist du dann so an dem Punkt, wo du sagst, also Cheat Days sind bei mir alle Tage, die mit Tag aufhören und der Mittwoch. Ja? Irgendwo musst du halt dann wirklich mal ganz klar und konsequent sagen, okay, ich erlaube mir keine Ausnahme, sondern ich erlaube mir die Regel, dass ich, keine Ahnung, am Sonntag mal, keine Ahnung, wie ich das messe, so und so viele Kalorien mehr esse oder mir halt mal eine halbe Tafel Schokolade, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ja, gönne. Aber halt wirklich klare Grenzen und nicht sagen, am Sonntag gib ihm. Ja, ja, also dieses Geplante, das ist ja eigentlich schon das Problem. Ne? Also ich plane dann über Essen. Das ist ja irgendwie schon krank in dem Moment. Ne? Also deswegen, also ich sage auch immer, es ist alles immer erlaubt. Es gibt nie ein Verbot. Und wenn du heute mal Lust darauf hast, dann passiert da gar nichts. Ja? Also du hast dein Ziel immer noch vor Augen. Die 99% der Alltag, ja? Also die restliche Zeit der Woche, das ist das, was du gut machen musst, um an dein Ziel zu kommen. Und wenn du dir verbietest, irgendwas aufzunehmen, funktioniert es eh nicht. Weil alles, was wir uns verbieten, wollen wir eh haben. Ne? Weil wenn du zum Beispiel jemand bist, der gar nicht so wirklich Schokolade isst, aber jemand verbietet dir, Schokolade zu essen, dann willst du Schokolade haben. Dann wird es reizvoll. Ja, ja, genau. Also deswegen, also nichts verbieten, aber wirklich der normale Umgang, so wie du es gesagt hast, das ist halt das Wichtige. Es gibt auch diesen Spruch, würde mich mal interessieren, wie du das siehst, habe ich mal gehört, den ich eigentlich ganz cool finde, du nimmst nicht zu zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja. Ja, also es ist ja oft so, dass alle sagen, oh, jetzt kommen ja die Weihnachtstage und puh, da komplette Völlerei. Dann guckt man sich das mal an. Das ist vielleicht einmal ein vielleicht etwas fettigeres Essen. Ja, und am nächsten Tag vielleicht nochmal, ja gut, dann hast du, weil die Verdauung auch sehr lange braucht für was Fettiges, dann auch vielleicht erstmal ein bisschen mehr Gewicht. Aber ja, so ein Schweinshaxen braucht 60 Stunden, bis er verdaut ist. Deswegen ist er halt dann auch noch auf der Waage zu sehen und danach kannst du aber wieder normal essen. Deswegen, da passiert nicht viel, aber die meisten ja, schieben das auf die Feiertage. Also immer. Das ist wirklich so. Ja, hast du recht. Zum Abschluss würde ich euch drei noch mal bitten, macht euch ganz kurz Gedanken. Nennt eure drei wichtigsten Tipps, um beim Laufen am Ball zu bleiben und das in 30 Sekunden. Ich überlasse es euch, wer es anfängt. Wie gemein. Das eine, was wir auch schon gesagt haben, kleine Schritte sich überlegen, also nicht nur das und vor allem nicht dauernd das große Ziel vor Augen zu haben. Dann würde ich sagen, arbeitet an eurer Willensstärke. Die finde ich nämlich viel wichtiger als die Motivation, die sogenannte Volition. Also das ist nämlich das, was uns auch nach vorne bringt, wenn es mal nicht Spaß macht. Das wäre so mein zweites und das dritte würde ich sagen, überliste deinen Kopf auch ab und zu mal, indem du ihm einfach verbietest, nachzudenken, sondern sag dir zum Beispiel mal, wenn du morgens nicht zum Joggen gehen willst, weil das Wetter doof ist und nass, sag dir einfach mal, ich mache jetzt mal 5 Minuten alles, was ich machen würde, wenn ich laufen gehen wollte und wenn ich dann nach 5 Minuten keinen Bock habe, dann höre ich auf und ich verspreche dir, du machst auch nach 5 Minuten weiter. Mhm. Länger als 30 Sekunden. Stimmt. Wird dir jetzt abgezogen. Stopp. Gut, wenn es bei mir abgezogen ist, dann mache ich es kurz und prägnant. Ich bin der Meinung, du investierst in deine Gesundheit. Dann ist das eine freie Zeit mit dir, also deine Freizeit, die du mit dir verbringst. Du kannst die aber auch mit deinen Freunden verbringen während des Laufens. Und da ich gerne esse, finde ich es toll, du kannst innerhalb kurzer Zeit viel und schnell Kalorien verbrennen. Puh, jetzt habt ihr mir was vorgelegt. Ja, ich könnte für 99% der Läufer sagen, um bei der Ernährung auf dem richtigen Weg zu sein, Carbs, Carbs, Carbs. Also Kohlenhydrate, 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 weil da wirklich bei den meisten das Problem ist. Aber es hilft natürlich nicht jedem. Deswegen achtet auch darauf, dass es eine gesunde Ernährung ist. Also Gemüse, nicht nur irgendwelche Pilzchen. Also 3 Portionen Gemüse am Tag, 2 Portionen Obst und ja, habt Spaß am Kochen, am Essen. Also macht euch was Leckeres zu essen und bestellt nicht so viel. Da macht man als Läufer und Ausdauersportler auch sehr viel richtig.
Ich bedanke mich bei euch, bei Harald Dobmeier, unserem Mental Coach, bei Dr. Katrin Stücher, die für die Ernährung zuständig ist, und auch bei dir, Petra Wasiluk, unsere Langstreckenläuferin, unsere Profiläuferin, die Olympia damals gerockt hat, 96 und 2000. Und ich sag mal so, vielleicht auch als Resümee zum Schluss, worum es auch bei der Mainova Energieakademie geht, ihr würdet das wahrscheinlich so unterschreiben, es kann jeder, jeder Mensch kann Sport in seinen Alltag integrieren. Das ist so, oder? Ja. Aktivität, Bewegung, das ist das Erste. Inaktivität meiden und Aktivität in den Alltag bringen. Ja. Einfach mal anfangen. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch und ihr könnt natürlich jederzeit euch gerne reinklicken, und zwar bei der Mainova Energieakademie auf der Website. Da findet ihr alle Tipps und Tricks. Ihr findet unsere Experten natürlich auch mit den ganzen Ratschlägen, was ihr heute auch hier gehört habt bei unserem Expertentalk. Klickt euch gerne mal rein. Wir bedanken uns, ich bedanke mich und wir sagen für heute Ciao.